Dann herzlich willkommen zum vierten Remote Tech Talk. Neben mir ist der Björn, ich bin Tom. Ansonsten hockt mit uns noch hier der Jakob, der ist für die Regie zuständig. Der Thomas, der für die Kamera zuständig ist. Und die Rike ist wie immer die Frau für alles. Wir haben uns für heute wieder ein sehr aktuelles Thema ausgesucht, nämlich die Corona-Warn-App. Wir sind ein bisschen durch die einzelnen Komponenten gegangen und wollen gerade mit so Datenschutzproblemen auch so ein bisschen aufklären. Und zum Thema Corona, keine Sorge, wir hier im Raum, wir halten alle die Abstände ein und haben brav Masken auf, zumindest die anderen. Und ja, wenn ihr zum Zoom-Meeting noch kommen wollt, der Link müsste jetzt im YouTube-Chat sein, voraussichtlich. Und ja, würde ich sagen, steigen wir ein. Ist die schon drauf? Ups. Genau, kurz zu uns. Ich bin der Tom, ich bin seit August 2019 bei Cozy. Ich bin einer der Mobile Engineers, kümmere mich da vor allem ums Frontend. Das heißt, ich stimme mich viel mit dem Design ab, mit der Anja, die ihr vielleicht auch aus anderen Tech Talks schon kennt, gucke, was mit der so umsetzbar ist und versuche das dann umzusetzen. Abgesehen vom Programmieren bin ich zuständig, so als kleiner Funfact, für die musikalische Untermalung im Team, was nicht immer allen passt, weil ich total gerne Weihnachtsmusik höre, auch außerhalb von Weihnachten. Und ja, Björn, stell du dich mal vor. Ja, hallo, ich bin Björn. Ich bin auch Mobile Engineer bei Cozy, mit eher Fokus auf die Backend-related Sachen. Ich bin seit November 2019 hier und bei diesem Vortrag verzichte ich ausnahmsweise mal auf meine Muttersprache Plattdeutsch. Gehen wir jetzt direkt erstmal weiter zu Tom. Ja, gehen wir erstmal kurz über die Etappen unserer Reise. Ich gebe erst einen kurzen Überblick über das gesamte Projekt quasi, über die Komponenten. Danach gehe ich näher auf die Corona-Warn-App an sich ein, wie die kommuniziert mit dem Backend und dem Framework. Darauf geht der Björn nochmal danach genauer ein. Zum Schluss gibt es noch eine Q&A-Session, falls ihr Fragen habt. Aber davor noch mal eine kurze Motivation, warum haben wir uns dieses Thema ausgesucht? Das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema. Wir wollen alle wieder zurück zur Normalität. Und die Corona-Warn-App soll eben helfen, das persönliche Infektionsrisiko einfach besser einsehen zu können und einfach das gesamte Geschehen einfach besser nachverfolgen zu können. Weil gerade bei unbewussten Kontakten, sind wir jetzt in der Bahn oder im Einkaufszentrum, da schreibt sich jetzt keiner die Kontaktdaten der Person auf, die im Vierer gegenüber sitzt. Und das soll eben so automatisiert eben gelöst werden. Und dadurch eben dann Infektionsketten schneller unterbrochen werden. Genau, zu den Eckdaten. Also das gesamte Projekt, das Programm, das gesamte Konstrukt quasi, das basiert auf dem Exposure Notification Framework, was Google und Apple zusammen entwickelt haben. Und das basiert eben von der Kommunikation her eben auf der Bluetooth Low Energy Mechanik, die untereinander dann eben Signale austauschen. Die Mobiltelefone, die Endgeräte, die fungieren da als sogenannte Beacons. Das heißt, die senden permanenten, temporären und anonymen Key quasi, einen Identifier, und suchen auch gleichzeitig danach. Das heißt, dass die dass in dem Framework dann alle Kontakte, die man hatte, also die von dem Framework eben aufgezeichnet wurden, eben gespeichert werden, damit dann später, wenn die Liste in der App eben gedownloadet wird von nachweislich infizierten Fällen, eben mit dieser Liste von Kontakten, die man selber hatte, eben abgeglichen werden kann. Die App selber hat keinen Zugriff selber auf die Daten, die im Framework sind, sprich Datum des Kontakts, Dauer des Kontakts und so weiter, diese ganzen Metadaten, das geht alles nur eben über dieses Framework, wo auch die meisten Berechnungen eben stattfinden. Die Risikoermittlung, die ich gerade schon angesprochen habe, also die Berechnung quasi im Framework, die findet lokal auf dem Endgerät statt. Das heißt, jetzt in keinem Server wird das gemacht. Das heißt, man braucht auch keine Angst haben, wenn man eine Warnung von der App bekommt, okay, da war ein sehr gefährlicher Kontakt, aus welchen Gründen auch immer. Brauchen wir jetzt keine Angst haben, dass eine Stunde später das Gesundheitsamt vor der Tür steht. Genau, also Warnungen immer nur von der App, nicht von der öffentlichen Instanz. Das Infektionsrisiko an sich wird durch diese Keys, die ausgetauscht werden über diesen Bluetooth Low Energy Modus, wird eben ermittelt, da sind noch Metadaten dabei und da sind eben Informationen drin, wo das eben dann ermittelt wird. Dazu aber später mehr. Und grob gesagt steigt dieses Infektionsrisiko eben bei Kontakt mit einer nachweislich infizierten Person über längeren Zeitraum. Aber da spielen auch andere Parameter eben eine Rolle. Wie verhalten wir uns im Fall der Fälle eben, man ist selber positiv erkrankt, man ist selber positiv getestet worden und erkrankt eben dadurch
Und seinen Status kann man dann in der App aktualisieren. Aber um da eben Missbrauch zu vermeiden, ist dafür eine Verifizierung erforderlich, zum Beispiel mit Hilfe einer TAN. Dann haben Nutzer dann eben nach diesem Schritt dann noch die Möglichkeit, auch freiwillig die eigenen Keys der letzten 14 Tage hochzuladen. Die kommen dann auf den Server, wo alle Keys von infizierten Personen eben gespeichert werden. Und alle anderen Nutzer der Corona-Warn-App können, also was heißt können, die App tut das, downloadet dann diese Liste an Keys von infizierten Personen und diese Keys werden dann eben mit den eigenen Kontakten, die im Framework eben gespeichert wurden, abgeglichen. Und wenn da eben ein Match sein sollte, dann findet diese Risikoberechnung statt, um dann zu gucken, okay, war das jetzt ein gefährlicher Kontakt, war der sehr nah, war der sehr lang und so weiter. Aber dazu später noch mehr. Komme ich zur Corona-Warn-App, wie die eigentlich funktioniert, so als Teil dieses Systems quasi. Gehe ich auch gleich weiter, bevor ich da näher drauf eingehe, erstmal zu den technischen Anforderungen. Bei iOS braucht man eine OS-Version von 13.5 oder höher. Da auch oft kritisiert, dass das schon hohe Anforderungen ist. Das hat jetzt auch nicht unbedingt jeder. Für Android braucht man Google Play Services auf aktuellem Stand. Auch sehr oft kritisiert, weil das auch nicht jeder hat. Aus welchen, also aus zum Teil nachvollziehbaren Gründen natürlich. Man braucht ein Gerät mit einem Betriebssystem von Android 6 oder höher und eben einen integrierten Bluetooth Low Energy Chip. Das sind alles Anforderungen, die jetzt weniger mit der App zu tun haben, weil das sind jetzt keine besonders aufwendigen Features so an sich in der App. Das hat eher was mit dem Framework zu tun. Da steigt aber der Björn später noch genauer ein. Genau, hier ist ein Überblick über das System, so quasi das komplette System zwischen Endgeräten, der App, dem Framework und dem Backend. Als Überblick, ich kann jetzt leider schlecht drauf zeigen, das habe ich anders geübt. Ich versuche es einfach mal mit Richtungen. Links sieht man die anderen Menschen mit der Corona-Warn-App, der große rechte Balken, ich muss jetzt leider die ganze Zeit hingucken. Der große graue Balken, das ist das eigene, also das ist jetzt quasi ich. Und man sieht durch Scanning, werden diese Keys ausgetauscht, durch diese Bluetooth Low Energy Mechanik. Diese Keys werden dann vom Bluetooth-Stack gelesen und werden dann eben im Framework hinterlegt. Dort sind dann die eigenen Keys und die Keys der getroffenen Person. Genau, oben drüber rot eingekreist ist die Mobile-App. Die kommuniziert sowohl mit dem Framework als auch mit dem Backend. Mit dem Backend kommuniziert es dahingehend, dass man sich, dass man selber seine Keys eben hochladen kann. Das sind die Diagnose-Keys, die man dort uploaden kann. Und dann eben auch dementsprechend in regelmäßigen Abständen werden die Diagnose-Keys der anderen Infizierten eben gedownloadet. Das passiert unabhängig davon, ob man jetzt selber welche geuploadet hat. Dann werden noch Parameter gedownloadet aus dem Backend. Darauf gehe ich später noch ein. Die spielen noch eine wichtige Rolle bei der Risikoermittlung, weil sich da ja auch so die Gewichtung von bestimmten Parametern einfach durch Forschung eben ändert, muss das stetig aktuell gehalten werden, die Berechnung an sich, findet dann aber, obwohl die Mobile App die downloadet, der schickt es dann im Framework, wie auch zu sehen ist, set die Parameter ganz rechts. Die Berechnung dieses Risikowertes findet dann im Framework statt und das schickt dann wieder einen Wert an die Mobile App und die Mobile App zeigt dann entweder Low Risk oder High Risk an. Da gehe ich jetzt noch gleich genauer drauf ein, falls es noch irgendwas unklar ist, ansonsten schreibt es in den Chat. Aber vielleicht wird es jetzt gleich noch klarer, wenn ich das zum Teil genauer durchgehe. Kurz aber nochmal dazu, welche Daten überhaupt genutzt werden. Jetzt nicht nur von der App, sondern auch vom Framework und so weiter. Also jetzt wird es von allen, also welche Daten überhaupt im Umlauf sind. Wir haben zum einen den Attenuation Value, das ist übersetzt die Dämpfung, symbolisiert aber quasi einfach die Signalschwäche. Dann haben wir die Attenuation Buckets, das sind Bereiche von diesen Values, die später auch noch eine Rolle spielen, wie nah man bestimmte Zeitabstände eben einer Person war, weil man ist ja nicht immer gleich nah an einer Person bei einem Treffen eben, dazu aber gleich mehr. Dann natürlich das Datum, das wird im Framework direkt durch die Metadaten übergeben, Dauer des Kontakts und Transmission Risk Level, das quasi die Infektiosität einer Person widerspiegelt und bevor es heißt, warte, stopp, wie kann das denn sein, wenn da alles anonym ist? Ja, es ist anonym. Es ist nur eben vorgesehen, dass das theoretisch möglich sein soll. Das wird aber in der App jetzt noch nicht genutzt, aber ich gehe gleich drauf ein. Ja.
Und dann noch eben der Total Risk Score. Das ist quasi der Wert, der aus diesen Parametern eben entsteht. Der ist zwischen 0 und 4096. Und 0 ist natürlich wenig, 4096 viel. Aber dazu jetzt im Detail mehr. Genau, Transmission Risk Level. Bevor ich darauf jetzt eingehe, kurz zu der Grafik rechts. Dort sehen wir, wie diese Ermittlung des Transmission Risk Levels eben funktioniert. Wir haben die vier Parameter, das sind die vier Überschriften, also Days since Exposure, also wann der Kontakt, also wie lange der Kontakt her ist, dann die Dauer des Kontakts, die Signalstärke und eben der Risk Factor. Da sehen wir im unteren Bereich von diesen Kästchen, in jeder Zeile sehen wir immer Spannen. Das heißt, irgendwie größer 14 jetzt zum Beispiel in der ersten Reihe oder 12 bis 13 Tage und so weiter. Und dann sehen wir oben eine Zahl zwischen 0 und 8. Diese Zahl zwischen 0 und 8, das sind diese Parameter, die ich eben bei der Grafik gemeint habe, die aus dem Backend regelmäßig gedownloadet werden, weil sich ja Forschung einfach ändert. Man hat neue Erkenntnisse und am Anfang hieß es, okay, erst nach 14 Tagen ist es unbedenklich und irgendwelche, das ist jetzt fiktiv, irgendwelche Forschungsergebnisse haben jetzt bewiesen, dass es schon nach 10 Tagen unbedenklich ist. Und dann würde der Wert, der jetzt davor bei 10 bis 11 Tagen noch bei, keine Ahnung, 4 war, würde jetzt nur den Wert 2 haben, damit es einfach weniger gewichtet ist und dann dadurch auch eine niedrigere Zahl einfach entsteht. Und das passiert eben für jeden dieser einzelnen Kästchen in jeder Zeile. Wenn man jetzt aber zum Beispiel einen Kontakt einfach hat, wo das eben ermittelt wird, dann hat man natürlich pro Zeile immer nur einen Wert. Das heißt, zum Beispiel der Kontakt war vor 8 bis 9 Tagen, dann setzt man da sein Märkchen jetzt quasi fiktiv, also die App macht das natürlich nicht mit Märkchen, und dann hat man dann Wert 2 zum Beispiel und dann in der nächsten Zeile, die Dauer war 20 Minuten, dann setzt man da ein Märkchen und guckt dann, was hat das Backend gesagt, okay, der Wert 3, und diese Zahlen werden dann für jede Zeile dann eben multipliziert und die ergeben dann diesen Risk Score und der ist dann eben eine wichtige Größe, eine wichtige Zahl später, um anzuzeigen, wie hoch das Risiko eben ist. Genau, erstmal so als großer Überblick über diese Grafik, die kommt jetzt gleich noch ein paar Mal bei den anderen Werten, bei den anderen Parametern. Aber jetzt erstmal zum Transmission Risk Level, einer der wichtigen Parameter, wie schon am Anfang gesagt, spiegelt die Infektiosität eines Nutzers eben wieder. Das Framework hat vorgesehen, dass man es eben anpassen könnte, wenn die App das will. Zum Beispiel, dass der Nutzer in der App eben angeben könnte, okay, ich habe seit so und so vielen Tagen Symptome, ich habe überhaupt gar keine Symptome und so weiter. Das ist in dem jetzigen Stand der App noch nicht gegeben. Und wie bisher dieser Wert ermittelt wird, ist eben, dass man einfach guckt, man hat nur die Werte, okay, an dem Tag habe ich mich krank gemeldet und an dem Tag fand der Kontakt statt. So, und dann gibt es da eine relativ komplizierte mathematische Formel, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will, aber um es grob und einfach zu sagen, es wird einfach aus diesen beiden Werten und den Schnittmengen daraus, wie viele Leute haben Symptome, wie infektiös sind die dann, wie viele Leute haben nach der Krankmeldung erst Symptome bekommen, wie viele Leute hatten schon davor Symptome und so weiter. Und aus diesen ganzen Infos wird im Moment eben dieser dieser Transmission Risk Level eben ermittelt, also völlig unabhängig von dem Nutzer eigentlich an sich. Das ist dann eine Sache von Wahrscheinlichkeiten, ja. Genau, und so wird eben dieses Level dann ermittelt, je nachdem, was dann da für Daten von diesem Delay zwischen Kontakt und Krankmeldung quasi, also diesem Upload dann des Krankmeldens eben, ja, was dann für eine Zeit vergangen ist. Genau. Genau, dann hatten wir die Signalschwäche, also die Dämpfung übersetzt, je niedriger dieser Wert ist, das sehen wir auch in der Tabelle, steht auch dann in Klammern, je größer der Wert ist, desto höher war wahrscheinlich die Distanz und genauso im Umkehrschluss dann, je niedriger der Wert ist, desto kürzer die Distanz. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig genau, weil dieses Signal kann auch einfach schwächer werden, wenn irgendwelche Gegenstände dazwischen liegen und so weiter. Also es ist sehr anfällig. Aber im Grunde einfach dafür da und es ist eben das Mittel, eben, was man mit Bluetooth Low Energy benutzen kann, um einfach Distanzen zu bestimmen. Die Buckets dazu, das sind eben Bereiche, wie ich schon gesagt habe.
Wenn man jetzt zum Beispiel diese 8 Kästchen da nimmt, ich kann jetzt leider nicht drauf zeigen, also in der dritten Zeile auf der Grafik, wenn man jetzt die 2 linken zum Beispiel nimmt, das würde jetzt die hohe Distanz eben widerspiegeln. Die 4 mittleren würde die mittlere Distanz widerspiegeln und die 2 rechten die hohe. Und damit eben ermittelt, wie ich schon gesagt habe, weil man ist ja bei einem Treff mit einer Person nicht immer gleich nah an dieser Person dran, sondern man trifft sich, dann umarmt man sich, dann wäre man zum Beispiel im sehr nahen Bereich, also dann nur ein Wert von vielleicht unter 10. Dann setzt man sich im Café nebeneinander und ist dann einen Meter voneinander weg und dann ist man irgendwo im mittleren Bereich und in der Zeit, wo man aufeinander zugeht und voneinander weggeht, ist man halt in einem sehr entfernten Bereich und da wäre man dann eben in diesem Bucket quasi. Spielt dann später bei der Ermittlung des Combined Risk Score eben noch eine Rolle, zu der ich jetzt gleich komme. Das habe ich jetzt eben durch meine Erklärung schon vorweggenommen. aber nochmal kurz gesagt, also in jeder Zeile ein Wert. Dieser Wert hat einen Wert von 0 bis 8, was aus dem Backend immer aktuell gehalten wird von der App, was dann ins Framework geladen wird. Dann jede Zahl miteinander multiplizieren. Und dann fällt dann natürlich auf, wer in Mathe aufgepasst hat, wenn jetzt nur ein Wert davon 0 sein sollte, das heißt irgendwie länger als 14 Tage, wurde jetzt aus dem Backend gesagt, okay, das ist der Wert 0, weil es völlig unbedenklich ist, wenn nach 14 Tagen überhaupt nichts passiert ist. Aber der Rest davon jetzt bei 8 sein sollte, total infektiös, sehr nah und sehr lange Kontakt gehabt, dann würde das Ergebnis dann 0 werden. Weil wenn einer ein... Achso, doch. Wenn das erste 0 war. Mhm. Ja. Klar. und dadurch würde deine Total Risk Score eben 0 werden. Genau. Nochmal ein kurzes Beispiel, habe ich jetzt mir auch schon vorweggenommen. Nehmen wir an, vor 3 Tagen ist der Wert 5, Dauer des Kontakts 27 Minuten, 3, Signalschwäche 1 und der Transition Risk Level auf 4 würde den Wert 60 ergeben und das muss dann eben einen bestimmten Score übertreffen, damit das überhaupt von dem Framework dann weiter beachtet wird und weitergeschickt wird an die App. Ansonsten wird gesagt, okay, das ist unbedenklich. Hier hätte es jetzt einen Wert von 60, das würde wahrscheinlich reichen. Und dann würde man den Combined Risk Score eben in der App berechnen. Das findet dann in der App statt. Dort wird dann einfach entschieden, okay, was wird dem Nutzer angezeigt? Low Risk oder High Risk, das sind ja die Möglichkeiten. Dafür wird man wird neben dem Maximum Total Risk Score, den wir gerade ausgerechnet haben, was ja wie auch da steht von Apple Google Calculation, also im Framework ausgerechnet wird, wird noch der Exposure Score benutzt. Das sind eben diese Buckets, die ich gerade erwähnt habe, diese Bereiche von Signalschwächen, in denen man sich eben aufgehalten hat. Das heißt, wir haben bestimmte Zeiten in bestimmten Buckets und wenn man jetzt zum Beispiel in einem Bucket war, wo man sehr nah war, ne? Also zum Beispiel jetzt Low, die Signalschwäche war kleiner Low, das ist auch ein bestimmter Grenzwert, ein Schwellwert eben, der kriegt dann einen höheren Faktor, wie man dort sieht, durch das Malzeichen Zeit mal diesen Gewicht, wird dann mit dem multipliziert, weil das natürlich höher gewichtet wird, weil es gefährlicher ist. Der mittlere einen anderen Faktor, einen niedrigeren und der kleine eben einen ganz kleinen. Diese Werte werden miteinander addiert und dann noch mit einer festen Größe. Weight 4 hier braucht uns nicht zu interessieren, ist einfach ein fester Wert, um das nicht noch komplizierter zu machen. Das gibt dann den Exposure Score. Dieser wird dann mit dem Maximum Total Risk Score, der dann noch normalisiert wird, auch durch eine Größe, was uns jetzt auch nicht zu interessieren braucht, einfach nur um die Zahlen wahrscheinlich einfach kleiner zu halten, dann noch multipliziert wird und das ergibt dann den Combined Risk Score. Und der muss auch, wenn jetzt irgendwie eine Grenze, keine Ahnung, bei fiktiv jetzt auch irgendwie bei 8000 liegt, der muss dann überschritten werden und dann würde in der App dann stehen, rot, okay, hohes Risiko, testen lassen und ja, dann werden die Keys hochgeladen und dann sind wir wieder. Und man würde natürlich auch eine Benachrichtigung kriegen. Und man würde eine Benachrichtigung kriegen, genau. Und dann sind wir quasi wieder am Anfang, wo man seine Keys hochlädt und so geht das dann weiter. So, kommen wir zum Backend, Bernd. Ja, zum Backend. Es fragen sich natürlich erstmal viele Leute, hey, das ist doch eine dezentrale Lösung, wieso gibt es da denn überhaupt ein Backend? Eigentlich sollte es ja möglichst dezentral die ganze Lösung sein, damit ein möglichst hohes Vertrauen aufgebaut werden kann, weil nicht alle irgendwie einer zentralen Instanz trauen, dass sie das Richtige machen. Da wird der Server, allerdings ist ein Server aufzubauen, trotzdem die sinnvollste Lösung zur Verteilung der Schlüssel. Da bei einer dezentralen Lösung wie zum Beispiel einer Peer-to-Peer-Schlüsselverteilung nicht sicher wäre, dass der Schlüssel überhaupt alle erreicht und auch nicht klar wäre, dass alle Schlüssel überhaupt rechtzeitig überall ankommen. Es wäre ein sehr viel längerer Verteilungsweg
Und wenn man erst eine Woche später die Schlüssel aller neulich Infizierten bekommt, dann nutzen die einem nicht mehr viel. Die Schlüssel werden allerdings nur im Erkrankungsfall an den Server übertragen, ansonsten bekommt er die nicht. Die Übertragung ist auch immer freiwillig und explizit muss sie auch freigegeben werden vom Nutzer. Also es wird nie hinter eurem Rücken passieren, wenn ihr die App installiert. Die Schlüssel der infizierten Leute, die da eben zugestimmt haben, die werden dann an alle anderen Clients geschickt und da wird dann eben behandelt. Ob der Server zum öffentlichen Code passt, ist ein relativ großes Problem, wenn man irgendwie sensitive Daten auf dem Server behandelt. Da wir zwar öffentlich freigegeben von SAP den Code auf GitHub einsehen können, aber es gibt keinen Weg, irgendwie sicherzustellen, dass tatsächlich der Server, der läuft, mit dem die App am Ende redet, auch tatsächlich nicht irgendwie eine modifizierte Version davon ist, der doch ganz viele Daten der Nutzer trackt. Darum müssen wir auf die App schauen, dass die von vornherein möglichst wenige Daten, die irgendwie sensitiv sind, von den Nutzern an den Server schickt, um so das Potenzial zu minimieren, dass da irgendwie Missbrauch mit betrieben wird. Denn letztlich hilft das ja auch den Leuten und euch hoffentlich auch, ein wenig Ruhe zu geben, dass sie diese App getrost installieren können, ohne dass man da komplett sich durchsichtig macht. Der Server weiß im Endeffekt überhaupt nicht, was er da schickt. Also er bekommt Keys, er verifiziert, dass die sendende Person tatsächlich infiziert wurde, aber er kann daran nicht erkennen, wo die Person, die Keys schickt, war. Und er kann auch nicht erkennen, wer mit wem die Person Kontakte hatte, weil die Kontakte eben lokal auf den Geräten berechnet werden und danach senden die Empfänger auch nicht irgendwie zurück, hey, ja, ich hatte mit dem Kontakt. Das bleibt alles lokal auf den Geräten. Ohne die Corona-Warn-App lief es so, dass wenn man zum Arzt gegangen ist, der natürlich die Probe weitergeschickt hat an dein Labor. Die haben das ohnehin in ihr zentrales Laborsystem eingetragen, das schon vorher existierte. Das Gesundheitsministerium wurde bei einem, das Gesundheitsamt wurde bei einem positiven Test ohnehin mit allen möglichen persönlichen Daten und dem Test vom Testergebnis benachrichtigt. Daran ändert die Corona-Warn-App auch nichts. Und man hat natürlich die Ergebnisse erst über den Arzt bekommen, was im Zweifel relativ lange dauern kann. Mit Kontakt-Tracing gab es natürlich vorher auch manuell. Das gibt es auch immer noch manuell, weil die Corona-Warn-App auch nicht perfekt ist. Aber das ist natürlich einerseits unvollständig, weil man nicht weiß, wen man so in öffentlichen Transportmitteln oder so getroffen hat. Aber andererseits auch noch langsam im Gegensatz zu dem Tracing über die Corona-Warn-App. Mit der Corona-Warn-App hat man auf dem einen Weg die Möglichkeit, dass, wenn man positiv getestet wurde, das Gesundheitsamt bei einem anfragt, ob man eine sogenannte Teletan haben möchte. Falls man positiv getestet wurde. Wenn man Ja sagt, dann bekommt man eben so eine, ich glaube, sechsstellige Zahl ist das, eine TAN, die man in der App dann eingeben kann und freigibt dann, hey, meine Schlüssel sollen jetzt an den Server übertragen werden. Wenn man das nicht tut, dann werden die eigenen Schlüssel bleiben einfach bei einem und man hat dann eigentlich die App mehr oder weniger umsonst installiert, weil niemand anders davon gut hatte, aber dabei gibt es natürlich trotzdem die Verzögerung, bis das Gesundheitsamt einen kontaktiert, ob man die TAN braucht. Das ist besser, weil man ein automatisches Tracing hat, aber es ist immer noch ein wenig langsamer. Deshalb gibt es auch noch einen noch weiter automatisierten Weg, bei dem man bereits beim Arzt oder beim Labor einen QR-Code einscannt mit der Corona-Warn-App. Das sieht man oben links. Dieser QR-Code wird dann assoziiert mit der bei sich selbst installierten Corona-Warn-App. Der QR-Code wird mit ans Labor geschickt, zusammen mit der Probe und auf dem Probenbegleitschein. Und wenn man dann positiv getestet wurde, dann trägt das Labor zusammen mit den Daten aus dem QR-Code quasi
die Daten in ihr Laborsystem ein und man bekommt direkt auf der, in der Corona-Warn-App eine Benachrichtigung, dass man positiv getestet wurde. So umgeht man jegliche manuelle Schritte zwischen positivem Ergebnis im Labor und der Patient weiß es sofort. Und man braucht dann nicht mehr auf eine TAN zu warten, man kann dann einfach nur noch sagen, ja, ich möchte meine Schlüssel verteilen über den Server. Oder natürlich bleibt auch immer noch die Option, es zu verneinen. Mit der QR-Code reicht dann vollkommen aus und es kann manuell automatisch eine TAN zur Weiterverteilung abgerufen werden. Die Corona-Warn-App nutzt unter der Haube, wie Tom vorhin schon erwähnt hat, ein Framework, das von Google und Apple entwickelt wurde und wird. Dieses Framework, das ist natürlich ein bisschen die Frage, warum existiert das überhaupt? Das ist Teil des jeweiligen Betriebssystems. Die Corona-Warn-App, die kommuniziert nur mit dem Framework, aber hat keinen wirklichen Einblick darin, was da intern vorgeht. Das Framework tauscht selbstständig die Schlüssel aus mit anderen Geräten, die in der Nähe sind, und bekommt von der Corona-Warn-App dann nur die Parameter, die Tom vorhin erklärt hat, und regelmäßig eben Schlüssel von infizierten Nutzern. Die App bekommt im Gegenzug auch nur eine Zusammenfassung von eventuellen Übereinstimmungen, wenn man jemandem begegnet ist, der eben unter diesen infizierten Schlüsseln war. Bevor die eigenen Schlüssel hochgeladen werden können, falls man positiv getestet wurde, davor fragt das Framework den Nutzer explizit, ob die Schlüssel herausgegeben werden können an die Corona-Warn-App. Also selbst wenn die irgendwie malicious wäre, könnte die App das nicht automatisch immer auslesen, sondern es wird immer nach Consent gefragt, es wird immer nach der Bestätigung beim Nutzer gefragt. Also wenn ihr noch nie so eine Nachfrage bekommen habt, könnt ihr sicher sein, dass die Corona-Warn-App auch noch nie eure Schlüssel an den Server gesendet hat. Um das Framework benutzen zu können, muss man einerseits technisch Bluetooth- und Internet-Permissions anfragen, darf aber ansonsten kaum weitere Permissions anfragen, insbesondere nicht Location Access über GPS zum Beispiel. Also eine App, die dieses Framework nutzen will, darf auf keinen Fall wirklich die Location tracken über WLAN, über GPS oder so. Die App darf auch ansonsten keine Tracking-Komponenten nutzen, nichts wie Firebase Analytics oder so, also nicht irgendwie tracken, wie der Nutzer sich in der App verhält. Und nur eine offizielle App pro Land darf eben dieses Framework nutzen und kommt dann auf eine erlaubte Liste. Und das muss die App von der offiziellen staatlichen Gesundheitsinstitution sein, bei uns eben vom Gesundheitsamt, vom RKI. Die Verteilung der Keys funktioniert über Bluetooth Low Energy. Das ist ein Protokoll, was extra so gebaut ist, dass es möglichst wenig Energie verbraucht. Also man denkt bei Bluetooth ja gerne an, hey, damit verbinde ich meine Kopfhörer mit dem Handy oder so und der Akku geht dann viel schneller leer. Das ist bei der Technologie eigentlich nicht so. Wenn das genutzt wird, da solltet ihr nicht einen großen Unterschied merken, ob es an ist oder aus. Also könnt ihr auch, selbst wenn euer Akku nicht so langlebig ist in eurem Handy, könnt ihr die App nutzen. Andauernd wird über Bluetooth dann eben die eigenen Schlüssel werden darüber versendet an Geräte in der Nähe, aber mit einer sehr niedrigen Sendestärke, sodass wirklich nur Leute, die in unmittelbarer Nähe sind, die empfangen können, und alle paar Sekunden wird umgestellt auf Empfang, um eben auf die Umgebung quasi einmal zu hören und selber zu lesen. Was da genau übertragen wird, das sind einerseits die Rolling Proximity Identifier. Die werden alle 10 Minuten neu generiert und gleichzeitig wird die Bluetooth-MAC-Adresse verändert. Die ist auch im Wesentlichen einfach 000 und die Nummer des aktuellen Zeitintervalls. Also die ist auch nicht besonders personalisiert. Zusammen damit werden noch Metadaten übertragen. Das beschränkt sich aber eigentlich nur auf die Bluetooth-Sendestärke. Weil das von Gerät zu Gerät anders ist, braucht man die später bei der Berechnung, um die
Empfangsstärke einordnen zu können, weil jedes Gerät irgendwie verschiedene seine Stärken nur erlaubt. Die Metadaten sind auch vorerst verschlüsselt und können erst später gelesen werden. Der Rolling Proximity Identifier, der sieht, wenn man den erst empfängt, erstmal aus wie essentiell Zufallsdaten. Also da ist nichts drin encoded, was der Empfänger irgendwie nutzen könnte. Und dadurch, dass er sich so häufig ändert, ist er auch wirklich nur sehr kurzfristig trackbar. Also man könnte natürlich ein Gerät verfolgen, das immer diesen einen Code aussendet, aber nach 10 Minuten weiß man nicht, was der neue Code ist. Die Metadaten dazu, wie gesagt, sind erstmal nicht entschlüsselbar, werden aber zusammen mit der Empfangsstärke von dem Signal und der Dauer, wie lange es gelesen wurde, also wie lange es gesehen wurde, quasi gespeichert. Die Daten werden verschlüsselt, das ist halt jetzt ein wenig technischer, über einen Temporary Exposure Key. Der wird jeden Tag exakt um Mitternacht neu generiert. Das ist ziemlich der Kern der ganzen Verschlüsselungsgeschichte. Das ist ein quasi zufällig generierter Key, aus dem dann zwei andere Schlüssel generiert werden. Mit dem ersten, mit dem API-Key, wird dann immer das aktuelle Zeitintervall des Tages quasi mit AES verschlüsselt. Dadurch entsteht das, was dabei rauskommt, ist dann der Rolling Proximity Identifier. Das ist die erste Hälfte von dessen, was dann über Bluetooth verteilt wird. Der Rolling Proximity Identifier wird dann als Initialisierungsvektor benutzt bei der Verschlüsselung der Metadaten, damit immer, wenn sich dieser API verändert, sich auch der Ciphertext von den Metadaten ändert. Ansonsten, da der AEM-Key über den Tag gleich bleibt, sähe sonst bei gleicher Sendestärke das AEM-Paket auch immer gleich aus, selbst im Ciphertext. Darüber ließe sich sonst natürlich auch ein Nutzer tracken. Wenn man jetzt infiziert wurde, sendet man eben, wie gesagt, wie mehrfach schon gesagt, Schlüssel an den Server. Und wenn man diese Schlüssel jetzt wiederum als ein anderer Nutzer empfängt, das sind dann die Temporary Exposure Keys einer infizierten Person von 14 Tagen, also 14 Keys, da die einmal täglich neu generiert werden. Aus diesem Temporary Exposure Key lässt sich dann exakt das Gleiche wieder reproduzieren. Es lässt sich wieder der API-Key daraus machen und ein AEM-Key. Da der API nur mit dem Intervallnummer und nicht mit einem genauen Timestamp oder so gemacht wird, lässt sich das auch wieder reproduzieren und dann in der Datenbank finden, weil der API ja letztlich, so wie man ihn dann jetzt berechnet hat, eventuell mal empfangen wurde über Bluetooth. Wenn da ein Match ist, kann man die dazugehörigen verschlüsselten Metadaten dann eben analog wieder entschlüsseln mit AES und damit dann die Rechnung durchführen, die Tom vorhin erklärt hat. Das Framework ist allgemein erstmal verfügbar, mit eigentlich den gleichen Bedingungen wie die App. Es ist bei Apple per Systemupdate verteilt worden. Es ist ab iOS 13.5 eben verfügbar. Das funktioniert bei Apple, da es nur einen Hersteller für iOS-Geräte gibt, natürlich besser. Da bekommt man tendenziell sehr viel länger die Systemupdates. Bei Google werden Systemupdates von den Herstellern verteilt und in der Regel nicht besonders lange. Deshalb haben die sich dazu entschieden, das Framework über die Google Play Services zu verteilen. Das ist natürlich ein wenig problematisch, weil einerseits die Google Play Services nicht Open Source sind und man nicht ganz genau reinschauen kann, was da passiert, was mit den Schlüsseln passiert, auch wenn bisher noch keine großen Probleme damit gefunden wurden. Problematisch wird es halt vor allem für Nutzer von neuen Huawei-Handys zum Beispiel, die aus politischen Gründen keine Google Play Services mehr installiert haben dürfen, und auch für Nutzer, die entweder aus Prinzip keine Google Services nutzen möchten oder einfach auch aus anderen technischen Gründen, weil sie irgendeine Custom-ROM installiert haben, die das nicht unterstützt, die deshalb die Google Play Services nicht nutzen können. Es gibt da vielleicht in der Zukunft Abhilfe. Wir sind da selber auch involviert in einem Projekt, das heißt Cora Libre. Das ist noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, aber wenn wir damit fertig sind,
dann gibt es eine alternative App, die nicht im Play Store, sondern nur im F-Droid Store erhältlich sein wird. Die nutzt dann eine Open-Source-Implementierung von uns, die das gleiche tut wie das Google Framework und wird kompatibel sein mit der Corona-Warn-App, insofern, dass es bei der Bluetooth-Schlüsselverteilung egal ist, ob der andere Nutzer Cora Libre hat, installiert hat oder die Corona-Warn-App. Es macht allerdings nicht viel Sinn, beide zu installieren. Ja, kommen wir zum Q&A-Part. Wir haben da erstmal ein paar Fragen, wo wir uns denken, dass viele die ohnehin stellen würden. Hoffentlich würden Leute sich fragen, wie man sich selber beteiligen kann. Der Quellcode ist zur Corona-Warn-App ist komplett öffentlich auf GitHub verfügbar. Jeder, der möchte, kann da beitragen, entweder indem er da Code-Beiträge als Pull-Request einreicht. Dem muss SAP natürlich zustimmen und ultimativ auch das RKI, wenn es was Größeres ist. Aber auch ohne zu programmieren, kann man sich einen kostenlosen GitHub-Account eröffnen und da irgendwie Feedback geben, Vorschläge machen, wenn man tolle Ideen hat. SAP ist da auch relativ offen für. Und bei Cora Libre kann man sich natürlich auch beteiligen. Auch das ist öffentlich auf GitHub verfügbar. Ansonsten fragen sich viele Leute, hey, in der Corona-Warn-App kann ich zwar sehen, dass die Risikoermittlung aktiv ist, aber irgendwie ist nicht wirklich klar, ob das Ding überhaupt irgendwas macht. Ein bisschen kann man nachschauen, bei Android zum Beispiel kann man in die Systemeinstellungen gehen. Hier sieht man es unter Google in den Systemeinstellungen, Covid-19-Benachrichtigungen. Und da kann man dann eine Auflistung sehen, wie oft in den letzten 14 Tagen Keys vom Server runtergeladen wurden und abgeglichen wurden mit den lokal verfügbaren Keys. Man sieht nicht allzu viele Details, aber man sieht zumindest, dass die App über die letzten 14 Tage gearbeitet hat. Und unter iOS gibt es was Ähnliches. Ja, es ist im Grunde dasselbe, nur anders. Man geht in die Einstellungen, dort eben den Gesundheitsbereich, das ist auf Englisch, auch in der deutschen Version. Okay, dann auf Datenzugriff und Geräte, also quasi immer da, wo der rote Punkt ist. Dann geht man auf sein eigenes Gerät und dann nochmal auf die Datenschutzeinstellungen. Dort ist dann Covid-19-Kontaktprotokoll. Dann nächste Seite Kontaktüberprüfungen und da ist dann im Grunde genau das, was Björn schon für Android erklärt hat, eine Übersicht von eben den Fetches quasi, wo dann steht zum Beispiel heute 12.18 Uhr und dann steht, wie viele Keys insgesamt gedownloadet wurden und Match und so weiter. Im Grunde genau dasselbe. In der Regel wird da stehen, dass es keine Matches gab, aber man kann zumindest sehen, dass etwas passiert ist, was schon mal beruhigend sein kann. Viel mehr Einblick bekommt man nicht. Ja. Genau, jetzt geht unser Blick mal Richtung Rieke. Wenn ihr noch Fragen habt, ihr könnt im YouTube-Chat Fragen stellen, ihr könnt auch im Zoom. Ich weiß nicht, ob da alles irgendwas gut kam. Wir haben okay. Einfach gut erklärt. Ja, das ja. Ist ja. Also in Zoom sind aktuell keine Fragen. Mhm. YouTube warten wir mal ab. Waren während des Vortrags schon Fragen vielleicht? Okay. Ganz einen guten Abend gewünscht. Das ist doch schön. So. Ist danach noch was in Zoom oder? Okay, ansonsten können auch dann da die Leute hinsehen. Ne? Im YouTube-Chat auch nichts? Okay, dann gibt es noch den nächsten Tech-Talk natürlich. Ja, genau. Also erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit, klar. Und guckt euch ruhig mal unsere inzwischen gar nicht mehr so neue Tech-Talk-Webseite an. Sie ist immer noch total toll geworden. Da findet ihr alle vergangenen Tech-Talks und jetzt auch in Kürze dann unseren. Der nächste Tech Talk ist am 27.08., auch wieder zu gewohnter Uhrzeit. Nein. Im August haben wir Sommerpause. Ach, Sommerpause. Okay, dann wohl im September. Aber zu gewohnter Uhrzeit. Und das wird unser neuester Kursianer Tobias machen zum Thema maschinelles Lernen in der Cloud. Schon mal vormerken, und zwar der 24.09. Genau, schon mal aufmerken, merken, aufschreiben und ja, dann wieder dabei sein.